Buongiorno, buongiorno und Glück auf, meine Freunde, Schalker-Freunde. Hier ist der Schalker. Ja, gleich komme ich zum Trainer. Erstmal zum Peter Knebel. Herr Peter Knebel, in einem Bericht hast du gesagt, du hast es selber gesagt, wir lassen uns Zeit bei der Trainersuche. Ich hatte gedacht, oh gut, wenigstens mal mit Verstand und Klugheit. Dann habt ihr ja den Büskens mit Onur auf die Bank gesetzt als Übergangslösung. Aber der Bujo, unser Büskens, hat ja gesagt, dass er nur den Co-Trainer machen möchte. Okay, wir haben es auch verstanden, warum der Büskens das war. Er möchte nicht mehr Cheftrainer sein. Kann man auch verstehen, ist okay, er will im zweiten Glied bleiben. Okay, aber was ich dann nicht verstehe, warum du dann sofort einen Trainer holst, nach zwei Tagen, wo du die Aussage gesagt hast, dass wir uns Zeit lassen. Warum nimmst du unseren Amateurtrainer nicht, den Thorsten Fröhling? Mit dem Waldhoch setzt du ihn beim Büskens mit rein, lässt du ihn die letzten 12 Spiele machen und dann hättest du den neuen Trainer holen können für die neue Vorbereitung. Oder der neue Trainer hätte schon im Hintergrund schon mitarbeiten können und gucken, pass auf, den Spieler brauchen wir, den kannst du wegtun. So, warum nicht so? Und erzählst ein Scheiß, wir lassen uns Zeit. So, jetzt hast du den Gramozis geholt. So, der Gramozis jetzt, ich hoffe, dass er ein paar Spiele gewinnt. Ich hoffe es. Aber was passiert, wenn der jetzt 12 Spiele hintereinander verliert? Was passiert dann? Erklär mir mal, Herr Knebel. Dann schmeißt du den ja auch raus. Ist so. Weil der Trainer ist die ärmste Sau. Dass der Gramozis sich das antut, ey, Respekt an Gramozis, Respekt. Aber Gramozis hat ja gesagt, ich komme nur auf Schalke, wenn ich dann länger arbeiten kann. Was machst du, wenn der alle Spiele verliert oder keins gewinnt? Machst du weiter mit dem Trainer? Dann wird das wieder ganz groß. Super Knebel, aber ehrlich, jetzt weiß ich, warum du Hamburg gegen die Wand gefahren hast. So, versteht mich hier alle nicht falsch. Ich habe null gegen Gramozis, aber ist nicht mein Wunschtrainer, bin ich ehrlich. Baumgart war mein Wunschtrainer. Aber nach der Aussage, was der Knebel gesagt hat, dann rege ich mich dann auf. Ich rege mich auf über den Knebel, nicht über Gramozis, um Gottes Willen. Nicht über Gramozis, über den Peter Knebel, was der da für einen Scheiß erzählt hat. Einer erzählt, wir lassen uns Zeit bei der Trainersuche. Sorry, ich hätte es gemacht mit den Amateurtrainer Fröhling und Waldhoch und Büskens für die restlichen Spiele und dann hätte ich den neuen Trainer. Aber jetzt ist passiert. Trotzdem sage ich Dimitri Gramozis, wir kommen beim geilsten Club der Welt. Ich hoffe wirklich, dass du längere Zeit bei uns bleiben wirst. Du bist nicht mein Wunschtrainer, sorry, aber du kannst mich eines Besseres belehren. Ich hoffe es, weil Schalke ist unser Club. Wir fühlen unser Club, wir leben unser Club. Deswegen, wenn, identifizier dich mit diesem Club. Schau dir Gelsenkirchen an, wie wir Schalke leben. Dann, glaube ich, wirst du Erfolg auf Schalke haben, Herr Gramozis. Ja, das war meine Meinung dazu. Nichts gegen den Gramozis, das war meine Meinung gegen den Knebel. Ja, schreibt ihr meine Kommentare, was sagt ihr dazu zu Gramozis und unseren schönen Peter Knebel. Euer Schalker, schönen Tag noch.